Hallo meine lieben Oldtimer-Freunde, es ist wieder soweit, Samstag 11 Uhr und da heißt es wieder bei uns, alte Liebe rostet nicht. Und mit dabei ist wie immer mein lieber Freund Jörg, ich grüße dich. Hallo René, hallo liebe Zuschauer. Ja, heute geht's wieder auf die etwas älteren Geräte. Das ist richtig. Und ja, wenn er hier schaut. Was haben wir in der, im letzten Video gesagt? Wir werden da vielleicht ein Stück weitermachen, weil es ist ein großer Acker. Nichts haben wir Ja, geschafft. nee. Irgendwie haben wir ein leichtes Déjà-vu oder so, ne? Ja, das steht alles noch da. Also der Motor lief nicht die ganze Zeit, ne? Da wäre der Tank leer, aber ja, wir haben wirklich keine Zeit gehabt, da irgendwas weiterzumachen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das eben heute. Wird es nochmal eine Dresch-Folge? Ne, das letzte Mal haben wir ja nicht nur gedroht. Doch, euer Vieh. Ach, hauptsächlich, ne? Und der Helve hat Unkraut bekämpft. Das ist richtig, genau. Naja, egal, aber ich sag mal so, mit Dreschen kommt man immer ganz gut weg, sag ich mal. Ne? Man kann nie genug dreschen. Richtig. Ja, na dann würde ich sagen, auf die Maschinen und los Genau. geht's. Jawohl. Dann wünsche ich uns mal allen viel Spaß, ne? Dankeschön, das wünsche ich uns allen auch. Ich muss erst mal gucken, wie viel haben wir denn hier im Korntank drin? Ja, da geht noch ein Stück. Da geht noch ein Stück. So. Also. 6 km/h habe ich eingestellt. Und los geht's. Der schüttelt mehr wie das letzte Mal, oder? Kann das sein? Der Ich weiß es wabbelt nicht. Ich weiß es nicht. und schüttelt hier. Das ist ja Wahnsinn. Naja, wir haben ja den Auftrag angenommen und haben gesagt, das ziehen wir auch durch. Ne? Das Stroh ist ja unser. Eben, genau. Von der, wie heißt die, Franziska Hugendubel hat man gesagt. Hubendubel, genau. Hubendubler, nee, ich weiß es nicht. Müsste mich jetzt nachgucken. Warte mal, ich steig mal kurz aus. Franziska Hugen Bichler, oder? Bischler, was? Nee, warte mal. Hugentobler, Tobler. Hugentobler. Hugentobler. Wie Tob. Oh, jetzt hätte ich Ja, Werbung gemacht. wie die Schokolade. Genau. So in der Art. Bin ich gespannt, ob wir das heute schaffen in der Folge. Ich habe fast die Befürchtung, nein. Uff. Nee, das kann wieder eng werden, glaube ich. Ja? Also, Ja. oh, ja. Naja. Das ist, der Weg ist das Ziel oder so, ne? Sagt man, Genau. glaube ich. Ist ja auch interessant, was vielleicht für uns hängen bleibt. Das wäre ja noch Ja, da wäre ja auch noch was. Also ein halber eigentlich eine Anhänger. schöne Sache. Der wäre schön. Genau. Drei Vorgewende hat man ja gesagt, ne? Ich denke, das ist auch ganz gut so zum Wenden dann. Ja, das macht, da hat man mehr Das Luft, da passt. muss man sich nicht so abkurbeln, sage ich mal. Halt. Hast du noch einen Drescher gemietet? Nee. Hier kommt ein grüner Mähdrescher gefahren. Ich Na? glaub's nicht. Hallo René. Hallo Kam dein Alex. Bruder? Mensch. Ja. Ich habe gehört, ihr trescht. Und dann dachte ich, da komme ich gleich mal vorbei. Ich hatte gerade ein bisschen Zeit. Und dann helfe ich euch, Oh, wenn ihr wollt. das ist ja geil. Na, aber sicher wollen wir das. Ja. Ach, hallo Jörg. Oh. Das hat man ja, hat man wollten, oder wollten wir ja schon. Sollte eigentlich schon letzte Woche klappen, aber. Ja, da hatte ich ein paar technische Schwierigkeiten. Aber Aber. lieber spät als nie, oder? Genau. Genau. Und ich habe Och, vielleicht schön.
eine Limo mitgebracht. Oh, das ist gut, die super. Nehme ich. Danke. Bitte schön. Ja, ah, okay. Das war ja eigentlich unsere geplante Überraschung für die Folge 200. Und ja, wie das halt mit der Technik so ist. Aber, ich glaube, ich darf es erzählen, ne? Die ja. Alex hat ja einen sehr, 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 sehr lieben Mann. Und er hat, weil er ja der Technikguru ist in der Familie, hat er ihr ein neues Headset besorgt. Und eins mit Bluetooth. Mhm. Weil ihr Laptop irgendwie das Headset nicht akzeptiert oder nach einer Weile rausschmeißt. Und jetzt ist er da übers Handy drinnen im Discord und das haben wir getestet und funktioniert einwandfrei. Genau. Nee, so. Die zwei vertragen sich nicht richtig, also das Laptop. Nee, also das Laptop hat grundsätzlich das Problem, dass das irgendwie mit dem Treiber, der da drauf ist, arbeiten möchte und lässt keine anderen Treiber zu. Zumindest keine für Mikro. Und das ist das Grundproblem. Da kannst du, und dann hängt sich Discord, mag das anscheinend nicht. Der möchte dann einen eigenen Treiber für das Headset haben. Und das beißt sich. Das ist das Grundproblem. Aber so wie wir das jetzt gelöst haben, denke ich, funktioniert das wunderbar. Und genau. Ja, und ich wollte noch sagen, da. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt ist, wir haben die Rückkopplung nicht mehr, die wir manchmal bei euch beiden hatten, ne? Wenn ihr nebeneinander sitzt und spielt. Genau, das scheint auch weg zu sein. War ja manchmal, also es war nicht massiv, aber manchmal ein bisschen zu hören, gerade bei der Story vom Ahnenhof. Ne? Und das ist jetzt damit auch ausgeschlossen, also alles perfekt. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich mich auch. Gut. Aber jetzt ran an die Arbeit. Komm. Ja, Chefin, geht los. Alex, ich würde jetzt mal sagen, wenn du die Karte mal aufmachst, ne? Ja. Dass wir dann vielleicht mal, ich würde das dritte Vorgewende jetzt fertig fahren und dass du dann irgendwo mal in der Mitte durchstichst. Du darfst dir raussuchen, fährst du von links nach rechts oder von oben nach unten, irgendwo in der Mitte mal einen Schnitt machst. Ich glaube, wir stehen ganz gut für die Mitte, oder? Du stehst eigentlich ganz gut, indem du von unten nach oben fährst, vielleicht. Ja, genau. So machen wir das. So machen wir das. Gut, ich mach mal weiter. Und ich wünsche euch viel, oder uns viel Spaß. Oh, das habe ich ja lange nicht gesagt. Ja, das sind so viele Dinge, die da lange nicht waren. Ach, herrlich. Genau. Ja. Herrlich. Jetzt macht die Arbeit erst richtig Spaß. Ja. Schön. Naja, also Folge 201 haben wir halt die kleine Überraschung, was wir alles so schön minutiös vorgeplant hatten, Jörg. Ne? Das ist nur alles eine Folge weitergerückt, aber lieber spät als nie. Genau, nee, war ja letzte Woche eine gute Idee, dass wir dann erst das andere Feld getroschen haben. Und dann haben wir heute richtig, richtig viel zu tun für die beiden Drescher. Ne? Genau. Und wir hatten ja auch noch nach der Folge gesagt, naja, vielleicht machen wir es dann nach der Aufnahme noch fertig. Gut, dass wir es nicht gemacht haben. Genau. Wie viel hast du drin oder hast du abgetankt, René? Ich habe 80. 80? 80, warte, komm ich zu dir. Könntest du gern mal... Ich würde noch hier die Schräge rumfahren, dann kann man schön nebeneinander herfahren. Mein Gott. Wortfindungsstörung. So wird es passen. Ich wundere mich gerade, dass der Hänger leer ist, aber den hat man ja schon mal, die erste Ladung hat man ja schon das letzte Mal schon weggebracht noch. Genau. Und was vielleicht auch noch ein Kuriosum ist, das können wir ja auch gerne erzählen, als wir jetzt auf die Karte gekommen sind, wir wussten ja, Alex kommt und die will ihren grünen, oh shit, das war zu spät für mich. Naja, gerade so passt noch. Wir haben gesagt, wir müssen so einen grünen kleinen Drescher wieder kaufen. Und da gucke ich durch einen Zufall in das Gebraucht-Fahrzeug-Menü rein und was war da drin? Der kleine grüne Drescher zum halben Preis. Schicksal. Das ist bestimmt der, den wir damals verkauft haben, wo wir uns den Matador hier zugelegt hatten. Genau, der muss das sein.
Das hat mich dürfte eigentlich keine Betriebsstunde haben eigentlich. Den hat man ja nie gebraucht. 0,9, also 0,9. Ja, das ist nur vom Hin- und Herfahren wahrscheinlich, ja. Genial. Genial. Tja, und ihr seht, Leute, sie kann es noch. Das ist wie Fahrradfahren. Metrischer Fahren verlernt man nicht. Eben. Das läuft. Ja, schön, ihr zwei. Nun reden wir doch gleich erstmal. Wir reden erstmal über das, was jetzt eigentlich nicht so schön ist, aber das ist das Wetter. Wie ist es denn in Rheinland-Pfalz? Ach, das ist immer noch wie April irgendwie. Windig. Die Sonne scheint, windet, es regnet. Zwischendrin, wir waren gestern Abend, waren wir im Pfälzerwald. Und da gucke ich aus dem einen Fenster raus. Da hat es richtig runter gemacht. Also so ein richtig fester Schauer. Und auf bei der anderen Seite gucke ich aus dem Fenster von dem Haus. Oder wir waren da in der Pizzeria was essen. Und gucke ich aus dem anderen Fenster raus. Da scheint die Sonne. Also sowas habe ich auf so kleinstem Raum. Das gibt es auch nicht oft, glaube ich. Mhm. Ja. So war es bei uns gestern. Es kam stockduster gezogen, es hat geschüttet wie aus Kübeln und dahinter schien die Sonne und die Wolken waren weg nach 10 Minuten und als wäre nie was gewesen. Ja. Verrückt. Verrückt. Das ist ganz verrückt momentan. Ja. Ja, und bei uns ist es ja eigentlich ähnlich. Es ist was kälter, bei euch ist ja doch durchs Wasser etwas milder immer, ne? Und wir haben jetzt aktuell 10 Grad draußen und es soll auch noch deutlich kälter werden. Die Nächte. Ja, nachts auch bei uns einigermaßen kalt werden. Das ist ja jetzt halt diese Kaltfront, wo da jetzt durchgezogen ist oder reingezogen ist, an der werden wir die nächsten Tage unsere Freude haben, so wie es aussieht. Mhm. Rechner, ich bin voll. Du bist voll? Warte, ich komme. Der Abfahrer hat jetzt richtig gut zu tun. Da wird nichts mit Stroh fahren hier. Nee, ich glaube auch nicht. Das Rohr aber bitte erst ausfahren, wenn ich vorbei bin mit dem Traktor. Okay. Sonst gibt es einen Unfall. Sonst haust dem Jörg die Mütze vom Kopf. Ja, das muss nicht sein. Ich habe eh noch deine Limo. Stimmt. Ach, siehst du, genau. So, jetzt. Na doch, das sieht noch ganz tiptop aus, der Weltrecher, muss ich feststellen. Da ist noch nichts farblich irgendwie. Ja, den hat sie ja auch gepflegt und wir haben ihn auch gewaschen. Und auch deinen kleinen Traktor hier, ne, den hat ja Jörg gerade. Mhm. Du siehst, der sieht auch aus wie aus dem Ei gepellt. Habt ihr die Schuhe ausgezogen? Immer. Immer. Sicher. Okay. René, du bist auch voll. Ja, 55, ja, können wir gleich noch nutzen, die Chance. Da wird der Anhänger vielleicht gleich voll werden, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ja, 88%, ich fahr mal weg. Ja, da kann man den schon mal wegbringen. So. Na, ich habe auch irgendwo drüben auf der anderen Seite steht zwar nur da noch einer, wenn nicht, fahre ich den auch hier in die Mitte rein dann. Vielleicht in die Mitte rein, das wäre noch. Ja. Wie gesagt, wir tauschen dann auch mal, Jörg, dass die Leute auch noch mal ein anderes Bild zu sehen kriegen. Ne? Tja, Alex, wie ist es denn nach so langer LS und alte Liebe, Abstinenz? Ist es so wie immer, wie nach Hause kommen oder wie fühlt es sich an? Ich kann es ja sagen. Ich war vor uns etwas aufgeregt. Aber das ist jetzt wie heimkommen. Also irgendwie, jetzt wo ich auf dem Drescher sitze, ist es wie weggeblasen, die Aufregung. Sehr schön. Genau das wird man hören. Nee, das ist, ich hab's ja, also ich privat habe ich es jetzt lange auch nicht gespielt. Irgendwie im Moment zieht es mich nicht so wirklich an den Computer. Weiß auch das, nicht warum. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. LS gar nicht oder auch generell nee. Computerspiele?
generell eigentlich, also auch kein Sims oder so, also jetzt im Urlaub sowieso nicht, aber vorher auch nicht viel, muss ich sagen. Bin mir aber sicher, das wird jetzt wieder werden, jetzt wo die graue, kalte, düstere Jahreszeit kommt, da werden doch viele wieder, wenn nichts mehr im Garten ist oder wo man grillen kann oder so, da werden viele wieder, denke ich, das eine oder andere Spiel spielen. Vermute ich. Das ist zu vermuten, ja. Weil im Fernsehen kommt ja eh nichts. Nichts Schönes, sagen wir es mal so. Ja, das so, ja, genau, das trifft es noch eher, noch besser. Diese ganzen Hiobsbotschaften überall, das muss man nicht haben. Oh, Alex Schneidberg. Oh. Ah, ja, ja, ich muss noch wieder zurück. Bist du hinter mir? Ich warte, mach. Kann ich zurückfahren? Kannst. Alles gut. Alles gut. Ist der Verlauter? Ich sag's noch, das ist wie Hai. Ist mir doch auch schon passiert. Das passiert, glaube ich, jeden Mal. Gerade wenn man so jetzt im Multiplayer ist und am Erzählen und so. Da. Oder ja. Ich habe ja vorhin auch nie drauf geachtet, dass der Korntank voll war. Da bin ich auch ins Getreide reingefahren ein Stück. So. Aber Jörg, siehst du eins, ne? Zwei Drescher und das geht ja vorwärts wie verrückt. Ja, ja. Das ist irre. Ich habe gedacht, ich könnte ein bisschen Stroh einsammeln, aber. Das kannst du knicken. Den Strohhalm kannst du knicken. Ja. Nee, aber ist ja schön. No. Arbeit haben wir genug. Also, selbst wenn wir das jetzt doch schneller wegkriegen, wie wir gedacht haben, wir haben ja auch noch mehr zu tun. Zur Not. So ist es. Kriegen wir noch mit Sicherheit noch was. So ist es. Ja, und da brauchst du ja die Alex jetzt vielleicht gar nicht fragen. LS25, ist das ein Thema jetzt für dich oder momentan noch gar nicht? Also ich habe eigentlich gedacht, ich gucke mir das mal bei Jörg an und entscheide dann spontan, ob ich meine kaufe oder nicht. Kann ich verstehen. Weil ich irgendwie im Moment, ja, also er kostet ja nicht nur 10 Euro, er kostet ja ein bisschen mehr, aber. Ja, das ist auf jeden Fall auch, denke ich mal, ein Grund, ne, dass doch die Preise angezogen wurden, aber es war eigentlich zu erwarten, ne, weil alles ist teurer geworden im Leben und da ziehen natürlich die Spielehersteller auch noch. Und da gucke ich mir erstmal an. Zur Not. Es gab ja jetzt diese Tage beim Randy, bei Kornhub, der hat ja den Trailer gezeigt, den Giants veröffentlicht hat von der asiatischen Map. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, zufällig. Nee. Da gibt es so erste Eindrücke. Und er hat ziemlich genau das in dem Video gesagt, wie ich es auch empfunden habe. Ich sag mal so, du hast dort wie eine Art Stadt, so mit ein bisschen Hochhäusern und so wie was ich jetzt mit Asien verbinde, so viele Leuchtreklame und da ein Karaoke-Club und dort das und das. Ja, die Felder rundherum wirkt eigentlich ein bisschen wie eine amerikanische Map. Da kommt für mich das asiatische Feeling nicht ganz so rüber, auch wenn da wie soll ich sagen, diese asiatischen Häuser sind, ich weiß nicht, wie man die nennt hier, die so wie Pagoden gebaut sind, ne? Aha. Also wird's Klischee wahrscheinlich, wird's ordentlich bedient, nehme ich mal an. Ne? Was wir als Europäer, sage ich mal so, im Kopf haben, wenn man ja, an Asien denkt wahrscheinlich. Ne? Das definitiv. Und Randy hat auch sehr schön zu Wort gebracht, was ich gedacht habe. Man sieht in dem Trailer einen Glas, einen kleineren, der dann im 25er kommt, einen Glas-Drescher fahren. Ja, du siehst halt die westlichen Geräte, ne? Ja. Die wir so aus dem LS kennen. Und er hat gesagt, könnt ihr ja auch gerne mal machen, wer auf die Glas-Website von Asien geht. Was die, dort wird Glas gefahren zum Beispiel, ne? Aber ganz andere auch Farben und andere Geräte. Und da hätte ich mir genauso wie er gewünscht, dass es da
ein bisschen was davon gibt und eben nicht den Standard Class Thresher, den ich dann auf jeder anderen Map auch fahren kann. Da hat er recht. Das ist, ja. Da hat er vollkommen recht. Also er hat das wirklich schön formuliert, finde ich. Also er ist auch zwiegespalten, was die Map angeht, so die Wege und so, das ist alles schön angelegt. So schmale, enge Straßen und so, das sieht schon gut aus. Die Felder auch ein bisschen unrund, nicht so quadratisch praktisch gut. Das ist alles schick, aber eben, ja, die Technik ist halt im Normalfall westliche. Es kommen ja ein paar Fahrzeuge wie dieser Isuzu, LKW, der in Asien gefahren wird wie verrückt. Der heißt natürlich dann Lizard, weil sie wahrscheinlich die Rechte nicht bekommen haben. Klar. Oh. Also ich bin gespannt. Ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen, die Karte. Definitiv. Ist ja auch die erste asiatische Karte, ne? Ich wüsste keine Mod-Map asiatischer Herkunft in den ganzen LS-Teilen, oder? Wisst ihr da was? Also, nee, gar nicht. Habe ich keine Ahnung, habe ich nichts von mitgekriegt. Naja, aber das ist durchaus. Du weißt halt nicht, was inwieweit vielleicht Mod-Seiten irgendwo in Asien. Ich denke mal, wenn du siehst, was in Südamerika zum Beispiel geht, über Zuckerrohr und so weiter. Die haben da garantiert irgendwo auch ihre eigene Mod-Seiten, wo die sich ihr Zeug da runterziehen, denke ich mal. Vielleicht gibt es das für Asien auch. Ne? Also, dass das. Ja, richtig. Wollte ich nie unterbrechen. Nee, das wäre meine Vermutung, sag mal so. Gehe ich auch ganz stark davon aus, dass ein chinesischer LS-Spieler oder überhaupt ein asiatischer LS-Spieler jetzt nicht unbedingt eine, was weiß ich, richtig deutsche Karte spielt oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich habe, wenn ich mal auf Nachtschicht mal gar nichts Besseres zu tun habe in meiner Pause, und da gucke ich ab und zu mal bei Twitch, wird ja auch viel LS gestreamt, und dann ist halt nachts sind halt da die Südamerikaner hauptsächlich vertreten und die machen viel, viel Zuckerrohr und haben auch ihr eigenes südamerikanische Karten. Ja, wo sie Dings und das sieht der LS ganz anders aus wie in der Art, wie wir ihn spielen und wie er bei uns halt aussieht mit unseren europäischen Karten. Das auf alle Fälle. Und das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass sich das dann mit der Zeit dann auch für die asiatische Raum dann in die Richtung entwickelt. Wenn es das nicht schon so entwickelt hat. Wie gesagt, das habe ich aber keine Ahnung von. Nee, aber das liegt auf der Hand, weil ich sag mal so, südamerikanische Karten gibt es ja im LS schon seit vielen Jahren, immer wieder. Ist ja auch jetzt erst wieder eine Mod hab gekommen mit Zuckerrohr und irgendwelchen Salzminen und lauter solchen Zeugs da, ne? Also auch diese braune Erde. Also das ist schon, denke ich mal, möglich, dass da auch dann die Asiaten ihre eigenen Maps haben oder ihre Mapper auch, die da sowas herstellen. Das wird auf jeden Fall kommen. Und ich denke mal, das ist ja auch das, was Giants möchte. Wenn es das global, wir denken global. Denke schon. Ja, und Asien ist ein Riesenmarkt, ne? Und gerade dort wird der LS ja doch von vielen sehr, sehr gerne gespielt. Ja. Also, so. Nee, und daher wird da mit Sicherheit dann. Durch diese erste offizielle asiatische Karte wird da mit Sicherheit ein Stein ins Rollen kommen. Das ist vermutlich ganz stark. Ich denke auch, dass sich da so mancher Mapper dann erstmal an der Karte auch versucht, die umbaut. Ne? Das ist ja im LS schon oft, ne? Die Felsbrunnen oder so, die wurde ja auch von vielen ein bisschen modifiziert. Manchmal so, dass man sie auch gar nicht mehr wiedererkannt hat. Also ich gehe schon davon aus. So, Jörg, ich würde sagen, könnten wir nochmal abtanken und dann tauschen wir mal die Rollen. Alles klar, kein Problem. Ne? Obwohl ich sehr gern hinter deiner Frau herfahre. Keiner Spaß am Rande. Ich würde sagen, wir machen gleich mal Themawechsel. Es ist Zeit für dir.
So, siehst du, die Alex ist nämlich auch schon wieder zum Abtanken bereit. Dann bleibe ich gleich hier stehen. Und, oh, warte mal, ich muss meine Pantoffel mitnehmen hier. Genau. So, jetzt der kleine grüne Freund hier. Richtig gut. Wir wollen es uns nicht verscherzen mit dir. So. Dann wirst du auch direkt losfahren können, dann, wenn wir den Glas auch noch leer gemacht haben, könnte ich vermutlich machen. Leer machen ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Weil hier läuft es immer noch. Na, mal gucken, was wir noch reinkriegen. Und das kam hinten rechts, ne, zum Gartenmarkt. Genau, wie, genau. Wie hieß das gleiche? Landmarkt, Landmarkt war es noch, denke ich. Wieso kommt hier nichts? Weiß ich nicht. Der ist doch noch nie voll. Jetzt, ach, bin ein bisschen weit dran gefahren. Jetzt so, voll. Das war's schon. Das war's schon, gut. Soll ich die anderen noch fix rüberholen? Nee, ich hab, es reicht erstmal. Weil ich kann ja dann... So, aber ich glaube, wir... Die Alex wollte ansetzen. Oh! Ich habe euch erstmal zu Ende reden lassen, das ist doch kein Problem. So. Also, es ist Zeit für die... Und zwar bin ich jetzt auch wieder ein bisschen aufgeregt. Also... Ich möchte heute von euch wissen, wann ihr die Folge Alte Liebe oder die Youngtimer guckt. Also habt ihr da ein festes Ritual oder guckt ihr die gerade, wenn ihr Lust habt? Oder das würde mich wirklich mal interessieren. Hm. So. Schöne Frage. Soll ich oder du, Jörg? Mir ist ja, fang du an. Gut. Was soll ich sagen? Also ich sitze ja nun direkt an der Quelle und ja. Von daher, ich schaue mir die Folge meist schon am selben Abend nach der Aufnahme oder am nächsten Tag nochmal an. Mhm. Komplett. Das ist gut. Wir machen zwar immer nach der Aufnahme so eine kleine Stichprobe, ob wir jetzt alle gut zu verstehen sind, der Ton passt und, aber ich gucke sie mir immer nochmal komplett an. Muss ich dazu sagen. Ja. Und jetzt du. Oder ihr. Ja, also ich gucke mir sie meistens entweder Samstag, wenn ich Zeit habe, meistens entweder samstags oder sonntags. Und beantworte dabei die Kommentare mehr oder weniger. Weil von den Bildern her oder so, na gut, manches weiß ich ja nicht ganz genau, weil du es ja aufgenommen hast. Aber so das, was wir geredet haben, kommt ja dann doch irgendwie doch wieder geht dann wieder doch dort durch nochmal durch den Kopf und dann durch so ein bisschen nebenbei noch ein bisschen die Kommentare beantworten, während ich sie schaue. Mhm. Also feste Zeit habe ich da nicht. Sondern irgendwie halt, wie es läuft. Wenn ich samstags arbeiten muss, dann bin ich auf Arbeit, da habe ich mehr Zeit. Meistens im Moment. Da zumindest mal in der Pause mal reinzugucken. Aber meistens ist es dann so sonntags vormittags oder sonntags nachmittags. Ja. Mhm. Genau. Interessant. So, Alex, was guckst du? Oder guckst du gar nicht mehr? Doch. Also ich lasse mir meistens ein bisschen Zeit und gucke sie meistens am Sonntag und lese dann meine Kommentare, also die Kommentare richtig. Also da sind ja schon die ersten Kommentare da. Und dann gucke ich mir die Folge und lese dann die Kommentare. Bin immer total gespannt, was da schon steht. Auf die Antworten sozusagen, auf deine genau. Ja. Immer wieder schönen... Und ja, doch sehr vielfältigen Fragen. Ne? Also letzte Woche hatten wir ja Thema Essen, was ja immer ein Mega-Thema ist. Ja. Also wir haben viele Suppen. Ne? Suppen, also da möchte ich mich auch nochmal bedanken für die zahlreichen Antworten. Es ist immer toll, das zu lesen. Ihr müsst nicht beantworten, aber viele beantworten sie ja. Und das finde ich immer ganz toll. Oder wir finden das ja ganz toll.
Und ja, vielen, vielen Dank nochmal. Ich denke, die, die da regelmäßig auch immer mitmachen, die wissen das auch zu schätzen. Ne? Also denke ich. Ja, nun ist es an euch, ihr lieben Oldie-Fans. Wer möchte, schreibt's rein. Wann guckt ihr die alte Liebe? Meine Idee war ja damals, wer die erste Folge gesehen hat, wo ich damals begonnen hatte. Alex hat das ja wunderschön aufgedröselt. Dafür auch nochmal ganz, ganz lieben Dank. Kein Problem, das hat auch Spaß gemacht. Diese ganzen Fakten da, wann die erste Folge lief, was ich da gesagt habe und ach nee, Wahnsinn. Ja, jedenfalls hatte ich in der ersten Folge gesagt, meine Idee war, als ich dieses Projekt gestartet hatte, ich bin so ein bisschen von uns zu Hause ausgegangen. Ne? Wochenende ist bei uns der Tag, wo auch ein bisschen ausgeschlafen wird, dann zum Bäcker, Samstag frische Brötchen. Wer hat es denn jetzt erstmal notwendiger, abgetankt zu werden, muss ich mal noch... Die Alex, glaube ich. Ich habe 86%. Gut. Dann fahren wir auf die nächste Bahn rüber. Ich oder bleib stehen, dort geht auch. Egal. Ja, geht auch, ich kann auch. Ja, ich bleib stehen. Wie du möchtest. Ja, wie gesagt, ausschlafen und ein bisschen schön frühstücken. Und danach habe ich gedacht, das ist ja meistens so, wenn wir dann fertig sind, so 10:30, um 11. Oh. Ja. Ich wieder. Ich der perfekte Abfahrer hier. Manometer. Warte, ich. Komm mal ein Stück ran, bitte. Ich rangiere. Ja, und da habe ich mir so überlegt, 11 Uhr ist eigentlich eine schöne Zeit, gerade auch im Herbst und im Winter, wenn es kalt draußen ist. Da kann man schön ein bisschen was gucken, weil wir machen das zu Hause auch. Wir gucken dann meistens auf dem NDR die Hofgeschichten. Und das war so der Hintergrund. Bin ich echt mal gespannt, was so die Zuschauer da zu erzählen haben. So, du bist fertig, dann gehe ich gleich noch beim Jörg mit dran. Ja, ich weiß, dass es natürlich nicht jeder immer so die Zeit hat, ne? Gerade wenn man vielleicht noch kleinere Kinder hat oder andere Verpflichtungen, aber ja, mal schauen. Oder was ich denke, was ja auch interessant ist, ob man sich so ein bisschen ein Ritual draus macht oder so, weißt, dass man sich drüber hinsetzt, das Kaffee holt dazu oder so. Weißt, das ist ja auch ganz interessant, sage ich mal. Ja. Oder wir wissen ja auch, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass die heutige Jugend zum Beispiel ja Multitasking da unterwegs ist und dabei selbst zockt und nebenbei noch Videos guckt und so weiter. Ne? Das ist ja alles ganz, ganz interessant, wenn er da was zu erzählen hat. Also es würde uns freuen, wenn er uns das mitteilt. Ne? Weil du es gerade sagst, Multitasking, das ist manchmal, wenn ich bei meinem Sohn reinschaue, ne, da hat du auch zwei Monitore. So, auf einem wird gezockt, auf dem anderen werden Videos geguckt, dann ist der noch aufgeteilt, der am Bildschirm, dann ist er noch in drei Discord drin und. Also, ich sage immer, ich könnte das nicht. Ich will mich auf eine Sache konzentrieren. Wenn ich ein Video gucke, will ich nicht nebenbei spielen, aber na gut. Die können das anscheinend. Ja, das ist. Aber egal. Ich meine, jeden, wie es ihm Spaß macht. Genau. Das ist vollkommen legitim. Also als Abfahrer lebst du ja ganz schön gestresst, muss ich sagen. So gerade den einen leer gemacht und der nächste auch schon wieder fast voll. Ja, hier sind 90% drin. Das kann ich doch gleich wieder wegbringen. Ja, das ist... Da kommst du ins Schwitzen hier. Wir hatten doch noch einen zweiten Ladewagen, ne? Ja, hatten wir. Da können wir ja dann noch zu zweit Stroh wegfahren, wer mag. Und für die dritte Person finden wir auch noch Arbeit. Mit Sicherheit. Das sehe ich noch. Oh, das größte Teil von dem Feld haben wir auch noch vor uns, stelle ich gerade fest. Ich glaube, das Stück können wir auch noch mal teilen. Wenn wir ohne sind. Ich guck mal kurz die Minimap an. Ach nee, da sehe ich ja nicht, was abgeerntet ist. Da muss ich die... Oh ja, doch. Können wir machen. Ich glaube, das können wir auch nochmal teilen, was wir hier jetzt noch haben.
Soll ich dann oder machst du? Du kannst das auch machen. Ah, du könntest eigentlich klein machen. Ich habe ja nichts im Tank. Ja. Dann mache ich das doch. So, mal sehen, bei wie viel Prozent wir jetzt sind, wenn ich hier abkippe. Vorhin habe ich was von irgendwas von 56% gelesen. Aber das war weiß geschrieben. Es ist ja wichtig auch das, was wir ans Silo hier liefern, an Getreide. Mal gucken. Wird mir gar nicht angezeigt. Wieso denn das nicht? Aha. Aber es gibt doch kein Geld. Also ich habe jetzt schon Sorge gehabt, ich bin am falschen Silo. Nee, bin ich nicht. Hier ist das Ausrufezeichen. Nee, das haut schon hin. Ist es im Multiplayer so, dass es da nicht grün anzeigt, wie viel Prozent? Das wird ab und zu mal angezeigt, aber nicht immer. Also im Ding direkt steht 66% im Auftrag. Ja, du hast ja einmal die weiße Anzeige, ne? Lohndienstleistung zu so und so viel Prozent abgeschlossen. Und dann hast du ja eigentlich immer, wenn du kippst, grün, so und so viel Prozent anfällt 15. Zusatzmod. Nee. Aha. Nee, glaube ich nicht. Das ist du weißt, was ich meine. Wenn du jetzt auch ein Single... Zeigt dir das an. Nee, ich glaube so, generell. Die Details bei den Aufträgen ist wie bei der Contracts. Das zeigt dir dann an, noch so viel ist anzuliefern oder sowas. Nee, das meine ich nicht. Jetzt zeigt es ja gerade an, fällt 15% zu 66% abgeschlossen. Habt ihr ja gerade gesehen, ne? Oben, im oben. Dings. Ja, ich rede auch von oben. Und genauso gibt es dort, wenn du abkippst, eine grüne Anzeige, also im Singleplayer 100 Pro. Wenn du wieder 10.000 Liter abkippst, dass dann, sagen wir mal, als Beispiel jetzt 70% anfällt, 15 transportiert worden sind. Ja. Aha. Ja, das hat mit Better Contracts, das haben wir ja gar nicht mit drauf. Nee, das haben wir hier nicht drauf, deswegen. Aber wieso zeigt es das jetzt im Multiplayer nicht an? Gute Frage, vielleicht weiß es einer. Rein in die Kommentare, bitte. So. Ich den anderen noch schon wieder wegbringen, bestimmt, hä? Nee, ich glaube nicht. Da wird nicht mehr so viel fehlen. Ach so, nee, du bist ja schon. Du hast ja den Traktor gewechselt, eben fällt mir das drauf. Ja, ich will ja mit allem mal fahren hier, deswegen. Ich stelle jetzt den mal in die Mitte, ich flitz mal rüber zu dem. Oder Alex, wie sieht's bei dir aus? 60%. 60, 61. Und Jörg? Ich hab auch 60%. Okay, dann lasse ich euch rumdrehen. Ich will trotzdem jetzt nochmal mit dem kleinen Grün fahren, den hole ich mir jetzt. Mal gucken, was da noch reinpasst in den Anhänger. Flinke Füße. Sehr viel, weil der ist leer. Siehste. Also zum Strohfahren kommst du nicht hier. Nee. Das ist aussichtslos. Das wird nix. Aber ist doch schön, haben wir jede Menge Technik heute hier auf dem Acker. Alles Oldies, wunderbar. Ja. Und ich sehe einen Kommentar nächsten Samstag. Schon bildhaft vor mir. Der da heißt? Von unserem guten Rudolf. Tanken. Ihr müsst den Matador auftanken. Alex, hältst du mal an dann vielleicht? Weil du wirst ja jetzt bestimmt fast voll sein, ne? Okay, ich komm ran. Hättest es eben blöd bei dem kleinen John Deere, dass man da nicht mehr an der Fahrt drunter fahren kann. Also da muss man einen Cabrio-Trecker haben. Das stimmt. So. So. Ach, super. Ist das? Da. Alles gut. Warte mal, jetzt machen wir gleich mal hier. Da kann man ein schönes Foto machen. Erinnerungsfoto. Mhm. So.
Gut. Gut, jetzt. Ach, der Jörg hat sich schon was gesucht. Okay. Ich war gerade in der Nähe. Ah, okay. Na ja, gut, dann kann ich den ja auch erstmal hier stehen lassen. Muss man bloß sehen, welcher schneller voll ist. Und wo stand denn der? Ach, da können wir auch hinlaufen. Jeder Gang macht schlank. Hallo, hallo, hallo. Hallihallo. So. Kann ich vielleicht mal zwei Bahnen Stroh einsammeln? So. Wenn ihr vielleicht abtankt, wäre es vielleicht bloß schön, einen erstmal voll machen, ne? Mhm. Mach mal. Sonst haben wir ein Riesenproblem. Müssen wir es mit dem Ladewagen wegfahren und da sind die Verluste dann doch relativ hoch, denke ich. Ja, das mit Sicherheit, ja. Mhm. So, nun haben wir ja vorhin über LS25 gesprochen. Gut, schön. Sind wir alle jetzt gespannt, was da so kommt noch? Mhm. Die Alex, haben wir jetzt erfahren, hat es gerade nicht ganz so die Lust auf LS und generell Computerspiel, aber der Jörg spielt ja doch auch und macht und guckt. Ist dir denn die neue Map vom Kalle schon mal auf den Rechner gekommen? Oder zumindest die Info, dass es die Karte gibt jetzt? Die Karte gibt, ja doch. Gestern habe ich gesehen, dass die Karte, dass da eine neue Karte ist von ihm und aber auf meinem Rechner ist ein Lag gelandet, weil ich irgendwie, weil sie mich nicht anspricht. Ich weiß nicht, die Felder nicht ansprechen. Keine Ahnung. Also ich habe mir sie jetzt auch nicht groß angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Nur beim im Mod-Hub die Bilder praktisch die Bilder angeguckt, genau. Hm. Die habe ich auch gesehen. Ich habe auch von niemand anders mir was angeguckt. Also ich werde sie mir auf jeden Fall mal runterladen, werde mal drauf gehen. Ja, Felder sind eckig halt, ne? Er macht das ja auch so viel für Konsolenspieler, denke ich, mit, damit die den Giants-Helfer vielleicht auch ein bisschen mehr nutzen können. Denke ich zumindest, weiß es nicht. Nee, aber wie gesagt, also ich hatte gestern auch, glaube ich, gestern war es im Discord reingeschrieben, ob jemand schon gespielt hat. Micha ist schon drauf, hat er gleich geschrieben. Ihm scheinen sie zum Beispiel zu gefallen. Die wäre gut. Habe ich gelesen, ja. Genau. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich denke mal, es ist eine typische Kalle-Karte. Mit allem Positiven wie Negativen, was die Karten von ihm so mit sich bringen, denke ich mal. Also das denke ich auch. Also ich habe ja auch gelesen, was im Motto, was er alles verbaut hat, eine Hofbäckerei und. Das klingt alles sehr schön. Und ja. Alles Weitere werde ich mir mal eigenes Urteil erlauben. Ich denke, wenn ich es schaffe die Woche, aber ich sollte eigentlich, da ich mal ein paar Tage Urlaub habe, dass ich vielleicht auch mal eine Map-Vorstellung machen werde. Und wie gesagt, werde mir mal eigenes Urteil bilden. Bin auch ganz ehrlich, also ich werde jetzt im LS22 nicht noch irgendein neues Projekt anfangen. Selbst wenn noch eine Megakarte kommt, aber es ist nicht mehr weit hin und ja, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Interesse, da noch ein neues Projekt zu beginnen. Ich habe ja nun noch drei Projekte am Start, die ich so im Wechsel jetzt versuche wieder regelmäßiger zu zeigen, und da ist genug Arbeit. Jo, Sicherheit, genau. Nee, also sie ist ja, also ich habe, es ist ein Ding, gut, in Norddeutschland, Niedersachsen, da oben sind die Felder rechteckig. Das ist so, das hat halt auch damit zu tun, dass die was mit der Entwässerung und mit den Gräben und so weiter. Mhm. Also von daher ist das nicht nur ganz so ganz weit weg, was er da macht. Ding, aber irgendwie hatte ich die PDA gesehen und habe gedacht, boah, nee, das muss ich eigentlich. So, na, mich interessiert vor allen Dingen der Hof, weil das Bild vom Hof im Mod-Hub finde ich jetzt nicht so aussagekräftig. Mhm.
Wenn seine Höfe sind ja meistens dafür bekannt, dass sie doch erstmal alles bieten, dass er sehr, sehr viele Fahrzeuge mit dazu gibt. Ballenlager jetzt verbaut und aber eben auch, dass sie schön eng und verwinkelt sind, was mir teilweise doch recht gut gefällt. Nee, also er hat ja da auch anscheinend wieder irgendwie eine kleine Geschichte entwickelt. Es sind ja auch wieder 8 Mods dabei, wo man downloaden muss. Da ist er, glaube ich, sogar ein Schlepper dabei, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ein MF hat er irgendwie da, ich vermute mal, ein bisschen modifiziert. Ja, kurze Zwischenfrage, wie sieht's denn aus? Ist der Anhänger voll der erste oder kann ich noch fix das Stroh erstmal zum Hof bringen? Den kannst du, ich denke, du kannst den noch fortbringen. Wir haben ja noch den anderen Hänger. Ja, gut. Ja. Wo hast denn das Stroh das letzte hingekippt oder wo sollte ich es denn reinpacken? Also ich, warte mal, in der Dings dürfte jetzt genug drin sein, vermute ich mal. Im Dings, im Fermenter, hier im Mischfutter. Mischfutter müsste genug drin sein. Warte mal, ich guck mal nach. Das ist ja kein Ding. Ja, da sind 53.000 Liter drin oder so. Fahr ich ins Hofsilo. Genau. Ja, so machen wir's. So. Der Alex ist ganz ruhig. Bist du noch da? Ja, doch, ich habe euch wieder mal zugehört. Das ist auch immer wieder schön, euch zuzuhören. Ich wollte euch noch was erzählen. Wir haben davor uns erzählt, dass wir gestern essen waren. Kommt wieder das Essensthema. Mhm. Und ich habe gestern eine Pizza Foresta gegessen. Kannst du dir darunter was vorstellen? Nee, noch nie gehört den Namen. Foresta. Und zwar Foresta, ja. Mhm. Ich könnte jetzt ein bisschen klug scheißen, Foresta ist italienisch, heißt Wald. Ich wollte es jetzt. Jetzt hast du mir die Worte aus dem Mund. Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Foresta klingt für mich wie Forest und das ist Wald. Genau. So. Und zwar habe ich die gestern mal probiert und das ist eine Pizza mit Kastanien. Okay. Und Pilzen und Gorgonzola. Und die war, ich habe lange keine Kastanien gegessen, aber die war richtig gut. Und passend wahrscheinlich zum Herbst. Ja. Mhm. Also die kann ich nur empfehlen. Also, ich muss dazu sagen, ich habe das noch nie geschafft, Esskastanien oder Maronen heißen sie auch richtig, ne? Zu probieren. Habe ich noch nie gegessen. Viele Sachen, das schmeckt ultra lecker. So, das Letztere auf deiner Pizza, ja, na, das wisst ihr, ja, ne? das mag ich Thema gar nicht. Also, und da kenne ich auch noch einen. Also Gorgonzola, da kannst du mich jagen. Da kannst du mich jagen, einmal rund um den Erdball. Das wird nichts in diesem Leben mehr. Aber Roska, wie muss ich mir den Geschmack von Kastanien jetzt mal vorstellen? Gibt es da was Vergleichbares? Also ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen nussig, also die sind nicht ganz so hart, ein bisschen weicher und habe das Gefühl, dass es ein bisschen nussig schmeckt. Also eine Art wie eine Nuss, aber eben nicht so knochenhart jetzt. Genau. Okay. Hast du das schon mal probiert, Jörg? Ja, das ist, muss ich dazu sagen, also die Pfalz ist bekannt, dass da viele Esskastanien gemacht wird mit im Herbst. Das ist der Bezug, die bezeichnen das als Käste. Also Kastanienkäste ist das Wort für. Und die machen, also in der Pfalz ist das wirklich, da kriegst du an aller Ecken, kriegst du irgendwie so Esskastanien in allen Formen. Die tun das auch teilweise in der Gulasch mit rein. Und so weiter, als Dings und so weiter. Wie wenn man Kürbis kannst du ja auch in die Gulasch mit reinmachen oder so. Und die Pfalz ist da wirklich bekannt für und so. Von daher habe ich da auch schon öfters mal so eine Wildgerichte mit Kastanien als Beilage zum Beispiel. Oder in Kartoffelstampf kannst du Kastanien reinmachen und so weiter. Die machen das. Die sind da wirklich kreativ. Also das Wort Käste habe ich schon mal gehört in irgendeinem Video, irgendwo auf so einem dritten Programm, ne? Da guckt man ja, also ich gucke ja gerne so diese Dokus da an, hier ist noch nicht so viel drin und hier, der ist voll,
Los geht's. Ja, und Kartoffelstampf da rein, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Aber ich habe es noch nicht geschafft, das mal zu kosten. Die kann man ja auch so essen, ne? Wenn die geröstet sind aus dem Ofen oder so, kann man die einfach so reinschnurzen. Die gibt es bei uns oft auf dem Weihnachtsmarkt. Da steht ja so einer mit so einem Ofen, der die direkt frisch röstet. Die sind auch sehr gesund. Also die sind sehr gesund. Ich habe es, glaube ich, bei uns auf dem Weihnachtsmarkt auch schon mal so einen Stand gesehen. Sieht so aus wie so ein bisschen so eine Lokomotive oder sowas, sage ich mal. So ein schwarzes Ding, da steht einer und friert sich die Knochen ab. Ich habe da noch nicht gesehen, dass da so arg viel der Andrang dran ist an dem Stand. Aber es gehört halt dazu wahrscheinlich. Zusammen. Oder zumindest bei uns hier in der Gegend. Ja, das ist... Es war noch ein bisschen früh für Weihnachten, aber wenn wir beim Thema Weihnachtsmarkt sind, da könnte man ja auch schon ein bisschen was erzählen. Bei uns gibt es zum Beispiel immer einen Stand, der auch relativ groß ist. Da verkauft einer finnischen Bienenhonig. Aha. In was weiß ich wie viel tausend Sorten. Ne? Und der ist auch schandenteuer, muss ich dazu sagen. Aber was dort immer an Leuten ist und das kauft, das scheint doch sehr gut zu schmecken. Also, aha. Ich kenne auch einen, der sagt, der fährt jedes Jahr, der wohnt nicht hier bei mir, der wohnt ein Stück weiter weg, der fährt jedes Jahr auf den Weihnachtsmarkt, um extra dort diesen finnischen Honig zu kaufen. Also gehe ich davon aus, dass der nicht auf jedem Weihnachtsmarkt steht, der gute Mann. Aha, na ja, klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das so... Also Finnland und Honig hätte ich jetzt nicht zusammen assoziiert, weil ich mir sage, Finnland stelle ich mir immer kalt vor. So, dass dort in den kurzen Zeit der Sommermonate, dass dort die Bienen so viel verschiedene Pollen finden, dass man da so viele Sorten kreieren kann. Also das ist schon gut. Spannend. Ja. Nee, das ist richtig, ja. Ich dachte, Dings, aber nee, weiß ich jetzt. Also kommt Bienenhonig, Finnisch, nee, kenne ich jetzt gar nicht, nee. Muss ich mal googeln. Ich dachte jetzt schon, dass ihr sagt, ach ja, da steht bei uns auch immer einer. Aber nee, ich glaube, das ist bei uns in der Stadt hier ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ach, wir sind wieder beim Essen. Ist es nicht schön? Ja, klar. Ja. Irgendwie früher oder später landen wir immer da. Ne? Ist mir dieser Tage mal eingefallen, als ich früh morgens zur Arbeit gefahren bin. Ja, ich weiß, um die Zeit wird mancher Sachen, auch da kann man dann auch gar nicht solche verrückten Ideen haben, aber ja, mir ist das irgendwie so eingefallen. Ich glaube, wir drei, weißt du, was auch ein richtig gutes Spiel wäre, irgend so und so. Es gibt ja so verschiedene Kochsimulationen und sowas. Oh, und wo man dort über Essen reden könnte und Essen kochen im Spiel, ich glaube, das wäre unser Ding, oder? Da triffst du jemand. Ich sag gleich mal ganz doll ja. Du hast du denn sogar schon mal eins gehabt, wo man als Multiplayer sogar spielen kann? Ja. Was ist denn das für eins? Sag mal an. Wie heißt denn das? Jetzt. Ich bin langsam alt. Cooking, weiß es nicht mehr. Cooking Simulator, dachte ich, gibt's. Aber ob das so heißt, weiß ich nicht. Wo du richtig dann auch Wasser dir holen musst aus dem Wasserhahn, die Schüsseln aufwaschen und. Also so richtig schon ein bisschen wie Real Life in der Küche, ne? Ja. Ich glaube, war das... Ich weiß es nicht, wie es heißt, aber ich hatte dir zugeguckt und hast du gesagt, du müsstest das jetzt auch machen, da könnte man viel, viel, viel schöner, weil du das irgendwann alleine nicht mehr schaffst. Da musst du schon mit mehreren spielen, um das Restaurant oder was zu betreiben zu können, ne? Ich reiche es nach. Ich glaube, jetzt habe ich eine verrückte Idee gehabt, oder? Aber das wäre, weißt du, wenn man da doch ein bisschen was brutzeln kann und es ist ja jetzt bestimmt nicht im Detail, dass du dort Rouladen machen kannst und füllen und wickeln und. Aber eben, man kann ja nebenbei gut über Essen erzählen. Wem könnte ich denn von euch noch 10% abluchsen? Also mir? Ich habe 51. Wo bist denn du eigentlich? Ja, bleib mal dort stehen. Ich komme runter, weil dann ist der Anhänger voll.
Weil wir müssen den anderen sowieso noch anfangen. Das Doofe ist jetzt, ich muss da mal ins Menü gucken, wie viel wir von dem Auftrag erfüllt haben. Nicht, dass wir unser bisschen Ernteüberschuss, falls es welchen gibt, gleich noch mit verkaufen. Das wollte ich natürlich nicht. Ich guck mal, während du abtankst, ins Menü rein, aktiv, 97%. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir den Anhänger nicht komplett abgeben müssen hier. Wahrscheinlich nicht, nee. Das ist richtig. So, jetzt ist full. Kann ich hier über die Wiese räubern? Nee, da ist die Mapwand. Ich warte mal, bis du wieder on Tour bist. Dann kann ich hier besser drehen. Ja, also diese bekloppte Idee, hätte ich beinahe gesagt, die hatte ich jetzt mal früh auf dem... mache ich den Motor aus, statt loszufahren. Mein Gott. Auf dem Arbeitsweg. Also, müssen wir mal drüber reden. Wenn du sagst, du hast das, was im Multiplayer geht, ne, dann wäre das doch mal einfach mal so just for fun. Müssen wir vorher noch ein bisschen üben. Ja, ich hab null Plan von so einem Spiel, ganz ehrlich. Noch nie, ich will jetzt nicht sagen, außer LS was anderes spielt, so ist es nicht. Aber die Spiele, die ich sonst noch spiele, das hat jetzt mit LS nicht so viel zu tun. Ja, aber das wäre meine. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Na? Gut. Oh Gott, oh Gott. Naja, ich ahne schon, was in den Kommentaren steht. Wann kommt denn da die erste Folge? Pass mal auf, jetzt habe ich hier ein Ding losgetreten. Oje, oje, oje. Aber vielleicht kann man ja dort zum Millionär werden. Ich wasche die Teller und werde dann Millionär. Ich bestimmt, ne? Aber ich denke, das geht eine Zeit lang. Muss man da ein bisschen. Du musst da alles einkaufen, ne? Und so weiter, ja, ja. Ne? Dann bist du unterwegs. Bist du unterwegs morgens erst ein bisschen. Also ist es schon relativ real, was ich da so raushöre. Dass du erstmal deine Zutaten kaufen musst, dann musst du dir bestimmt deine Schüsseln und Töpfe und was du so brauchst zurechtstellen. Du musst dann erstmal dein Rezept freischalten. Also, und dann werden die Zutaten freigeschalten. Die musst du dann morgens erstmal kaufen oder hast noch welche. Dann musst du erstmal in den Schrank räumen. Kann ich nicht gleich auf den Tisch und nehme es dann gleich weg, dort wie ich es brauche. Nee. Am besten musst du vielleicht noch vorbereiten oder schnippeln oder so. Weil, so wie ich mich daran erinnere, sind die Gäste dann auch, sind die dann sehr ärgerlich, wenn du das dann nicht gleich vorrätig hast. Du musst das ja dann nachkochen, weißt du? Ach so. Relativ schnell. Ja, ganz kurz gefragt noch, das ist jetzt nicht für einen Privathaushalt, wo du kochst, sondern für ein Restaurant. Ja, du hast dann ein kleines Restaurant am Anfang und kannst dir dann nach und nach auch die Möbel richtig, also höherwertige erarbeiten und die ganze Einrichtung, ja. Das klingt irgendwie schon interessant, ne? Also umfangreich auf jeden Fall. Jetzt haben wir es geschafft. Oh, 124 Euro habe ich noch verkauft. Also ich habe jetzt noch drin im Anhänger, dann können wir gleich weiter erzählen, Alex. Ja gut, 700 und ein paar zerquetschte Liter. Wir haben ja auch noch ein paar tausend. Sorry, junger Mann, dass ich Ihnen hier fast über die Füße gefahren bin, aber wenn Sie mir vor den Trecker latschen. Ja, okay, also ja, wenn es eine Simulation ist, sollte das natürlich auch ein bisschen realistisch angelehnt sein, ne? Ja, also so was ich mitgekriegt habe damals, was er da erzählt hat und so weiter, das ist schon aufwendiger, wie man denkt. Ja, ich bin eigentlich ja immer so der gerne, wenn ich habe ja viel als Kind mit meiner Oma gekocht oder dabei gestanden. Ne? Ich war ja immer derjenige, der jeden Topf auslecken wollte und überall genascht hat. Und ja, also das wäre so mein Job. Zum Hof zurückfahren. Müssen wir mal gucken, ob man den nochmal unterstellen bis zum nächsten Mal. Achso, Entschuldigung, dass wir dich unterbrochen haben. Ja, nee, alles gut, alles gut. Die Alex hat mich so fragend angeschaut, wo sie mit ihrem Drescher hin soll.
Ja, da findet man doch eine Ecke irgendwo. Nee, Also unterbrochen hast du du mich musst auch nicht nicht. mehr zurück zum Feld kommen, René. Wir haben fertig. Ja, ich weiß, ich komme trotzdem hier die Strecke zurück und fahre dann hinten am Silo lang. Alles klar. Ne, und kipp das Restchen hier in unser Silo. Ah, wir haben 2700, habe ich jetzt auf dem Hänger drauf. 2700. Genau. Und ich habe nochmal 700. Da sind wir bei 3,4. Das ist aber doch nicht schlecht. Nee, das ist gut für das Feld. Wir gehen jetzt einfach mal hierher. Da will der René reinfahren, wo du Ach jetzt so. siehst. Da ist das Silo. Ah, ich stelle mal hierher. Genau, stellen da. Ich muss mal euren Hof nämlich nochmal angucken. Da war ich jetzt auch noch dazu. Und da haben wir nie aufgeräumt und Ach, siehst du. nee, hat sich eigentlich nichts verändert, ne? Ja, die war ja noch nicht hier. Ich war noch gar Ach, nicht. du warst noch Also, Bonnie bei der persönlich, persönlich, auf der Frühling war sie ja noch nie. Stimmt, ja. Okay. Kannst ja mal in Ho Ah, nee, Hofladen hat gerade geschlossen. Schade. Ich Ah, der gesagt, mal hat's. in Hofladen gucken. Wir haben ein sehr schönes Angebot dort. Und Viel der Sigi, Käse. der kommt ja noch. Den gibt's noch. So. Jörg, ich bin hinter dir, Vorsicht. Ja, ich wollte da stehen, was man, also, dass man so zusammenhängen hat. Ich wollte den jetzt Ja, abhängen. ich wollte erst mal abkippen. Genau, kannst machen, ich hänge dir dann dran. Genau. Das. Ja, wir verkaufen sehr viel selber gemachten Käse. Wir produzieren jede Art von Käse außer Gorgonzola. Ja, Fies, ne? Ein fieser Mensch. Himbeermarmelade, Himbeer sage ich, Erdbeermarmelade sind wir auch ganz groß. Ja, zweites Standbein auf jeden Fall. Das ist Eier, gut. ja, nicht ganz so. Unsere Hühner, die sind stinkend faul, auf Bestimmt. Deutsch gesagt. Siehst ja hier, die liegen auf dem Hof rum und picken Ja, hier im gut genährt Asphalt sind sie. rum. Oh. Ja. Das ist immer noch die erste Palette, ne? Oder? Die Ich da glaube steht. ja, Eier haben wir Wir noch hatten gar nicht noch. verkauft. Nee, nee. Ja. Also, ich denke, nächstes Mal gibt es Hühnerfrikassee. Also, sie sehen nicht schlecht aus. Also, sie sind nicht abgemagert oder so. Also, sie sind. Aber warum die Denen keine geht's Eier gut. legen, weiß ich nicht. Zu gut, wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir hier den Anhänger rangekoppelt kriegen. Ja, aber der Hof ist schon schön. Also der ist wirklich Ja. prädestiniert hier für Oldtimer. Wie gesagt, die andere Karte vom Kalle wäre es natürlich auch noch, ne? Kallerbach. Aber die gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und die ist hier wirklich. Warte mal, ich muss das mal nochmal gerade ziehen. Irgendwo läuft ja noch ein Schneidwerk vom Drescher oder der Drescher generell. Kann das sein? Ist das so lauter? Oder bilde ich mir das ein? Nee, irgendwo höre ich was. Da läuft noch. Oh, ja, den Eieieiei. müsstest du vielleicht Ah. bloß mal auf die Seite fahren, Ach Jörg, so, bitte. genau, du bist Weil ja da ich will durch die jetzt, Anhänger genau. wieder runter unter Ah. das Dach drapieren. Genau. Aber ich sehe schon die nächste Arbeit hier. Gras, Gras, Gras. Alex, nächstes Mal könnte man dich, glaube ich, wieder gebrauchen. Er schließt bestimmt einen Hof, wenn ich den Drescher anlasse und alles. Nee. Habe ich Verbot. Guck mal an, die Wiese hier, wo ich jetzt gerade drüber gefahren bin, Kann die ich ist gucken? zum Mähen. Dann haben wir Genau. noch Oh eine ja. große Wiese draußen, wenn du auf der Karte guckst, oben links auf der Map. Oh ja. Die ist mit Ist auch Sicherheit richtig. auch erntereif, oder? Genau, und wenn Äpfel. du jetzt mal in unser Futter, in die Produktion guckst, in der Futtermischung, da siehst du, dass da gar nichts mehr drin ist. An Gras und Heu. An Heu mal natürlich. Der Fermenter ist genauso leer, also wir Hey, müssen im Ja. muss Silo. ich wirklich. Also wir haben. Warte mal, hier ist die Käseproduktion. Zeigt die, die hat einen riesen Einzugsbereich. Du stehst an dem Futtermischer, willst da gucken? Ich wollte jetzt mal hier. Oh, warum zeigt es mir den nicht an hier? Hallo? Immer wieder Käseproduktion. Käse, Käse, Käse. So Ja, ein ja. Käse.
Warte, dann gehe ich jetzt ins Menü rein. Fermentersilo, ja. Da ist auch gähnende Leere. Oh. Und der Futtermischer, wie Jörg schon sagt, Silage noch 3000 Liter. Heu ja. 0, Mineralfutter haben wir noch und Stroh haben wir jede Menge. Also das wird ein bisschen trocken für die Kühe. Ich denke, da kriegen sie ein bisschen ja, Verstopfungsprobleme. Genau. Also das heißt auch, Jörg, das wird das nächste Gras. Wir haben ja gesagt, das Silo war ja auch noch ein bisschen problematisch, dass wir hier das in den Fermenter schmeißen werden. Ich denke, oder? Das Gras schmeißen wir auf alle Fälle in den Fermenter. Weil da ja auch das, ich denke mal, wenn man dann, wir haben es, glaube ich, haben es Mais ja gepflanzt, wenn man das, wenn man denn, das, denn wenn wir dann häckseln und wenn wir es ins Silo fahren, aber ich denke mal, das Gras, weil wir auch relativ schnell Silage brauchen. Genau, ich will mal noch kurz gucken und zwar, wo haben wir denn Grasheu? Stroh, haben wir 63.000 werden im Menü angezeigt, das bedeutet aber, da ist der Futtermischer mit dabei, ne? Ich glaube nicht mal. Also ich glaube, wir haben mehr. So das, was wir jetzt schon zurückfahren haben. Oder ich weiß es, ne? Weil ich hätte jetzt noch die Idee, man könnte auch das überschüssige Stroh in den Fermenter. Ist zwar jetzt nicht so realistisch, ne? Also hier haben wir es 25.000 Liter haben wir hier im Silo drin. Siggi, komm mal her hier. Ach, der hatten schon die Alex. Ne? Freund Blase. Hallo? Ja, du bist der Feiner. Guck mal hier. Wer hier da ist. Na, Siggi. Hast du alles im Griff? Ja. Oh. Ja, der hat uns im Griff, das stimmt. Gefressen hat er auch nichts hier. Guck mal. Napp voll. Nee. So geht er wieder bei seiner Freundin zu Tisch, wahrscheinlich im Dorf. Wahrscheinlich, ja. Ich vermute das fast. Ja. Ja, also auf jeden Fall, du siehst, Arbeit ist ja ohne Ende. Würde ich auch sagen. Wir würden auch Mindestlohn zahlen. Okay. Ach ja. Ja. Ihr zwei. Wenn es wieder mal so passt, Alex. Wie gesagt, ja, liebend gern jederzeit bist du hier herzlich willkommen. Na? Hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Uns auch und euch da draußen an den Geräten, ob Handy, Laptop, Computer, Fernseher, auch was auch immer, hoffentlich auch, dass wir es geschafft haben, die Alex hier mit ins Spiel zu bringen und vor allem, dass wir sie hören können. Ne? Das ist auch wichtig. Ja, eben. Ja, einen Stummfilm wollen wir ja nie produzieren. Das wäre auch mal eine Idee, ne? So mit Schwarz-Weiß und Untertitel. Ist ein bisschen mehr zu tun dann natürlich beim Schneiden. Und die dann noch in altdeutscher Schrift oder was? Jetzt wird's verrückt hier. Also das Schwarz-Weiß ist nicht das Problem. Da lege ich einen Filter drüber und da ist das Schwarz-Weiß. Also das kriegt man rucki-zucki hin. Oh. Na, aber mit der altdeutschen Schrift. Schwierig. Naja. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, darfst du gerne, wenn du wieder mal Lust und Laune hast, sagen, okay, ich mache mal wieder eine Folge mit. Würde sich sicherlich sehr, sehr viele Zuschauer auch drüber freuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich lasse euch beiden heute mal den Vortritt. Macht ihr mal den Abgesang, sage ich jetzt mal. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. War sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ihr habt einen wunderschönen Hof, muss ich gleich noch sagen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß bei der Folge. Und vergesst mir bitte oder uns nicht zu antworten. Ist freiwillig. Und sagt dann schon mal Tschüss. Ja. Ja, eigentlich auch kaum noch was zu sagen. Däumchen nicht vergessen, natürlich. Ansonsten, wie immer, schöne Woche. Nächste Woche dann wieder die Youngtimer. 14 Tagen sind wir dann wieder hier. Und ja, schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss. Ja, Jörg, das ist ja unser Problem immer nicht. Der hinten dran der Letzte ist, der hat immer nicht mehr viel übrig, aber ist überhaupt kein Problem. Da gibt es keinen Futterneid bei uns.
Na, deswegen wechseln wir auch ab und zu mal. Also jetzt habe ich irgendwie Wortfindungsstörungen. Ich weiß nicht, was das ist hier. Ja, wie spät haben wir es jetzt auf der Karte? Es ist fast Kaffeezeit. Vielleicht brauche ich mal einen Schluck Kaffee und ein Stückchen Kuchen dazu. Schauen wir mal. Ja, also auch von mir vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr euch auch so gefreut habt wie wir, dass wir wieder mal zu dritt waren, weil so ist es eigentlich eine schöne runde Sache. Und ja, schaltet einfach nächste Woche wieder ein, denn da sind wir dann auf der Oldstream Farm unterwegs, Jörg und ich. Bis dahin, macht's gut, tschüss.